Adam, wake up, boy. How can you sleep at a time like this? Adam? Adam, wake up, boy. How can you sleep at a time like this? Come on, Dad. We're searching dusty old books at 2 a.m. in the morning. Can't imagine why I dozed off. Exciting, isn't it? And what's more, I'm really onto something here. After all these years of research, I'm about to prove my Genesis theory. And if we do, we can stop reading? Wow, this is really exciting. Well, in any case, I need you to find my new assistant in the library wing. There's a book there that I need. Ja, und damit auch auf YouTube herzlich willkommen zu Adam's Venture, einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel oder beziehungsweise auch im Live-Let's Play. Wir befinden uns gerade auf Twitch, die Leute gucken auch gerade live zu. Ja, wir sind Adam und müssen jetzt, finde die neue Assistentin deines Vaters. Ja, ich freue mich sehr auf den Titel. Ich hatte den Titel mal so ein bisschen im Store beliebäugelt und habe mir so gedacht, boah, das sieht echt klasse aus. Das könnte echt was werden und so. Und Streamquali geht eigentlich, ne? Das kann man. Ja gut, ist ein bisschen. Ist doch ein bisschen argpixelig zwischendurch. Wundert mich ein bisschen. Ich muss vielleicht langsam gehen. So, ich spiele es heute mit Cam. Ne? Chat hat entschieden, es ist ganz diplomatisch und so. Und ich klicke hier mal. What book do you need? Book? What book? Oh, the book. My assistant knows. Just go to the library wing. Okay, wir müssen ein Buch finden, aber wir müssen erst die Assistentin finden. Und es ist so eine Mischung aus, ich sag mal so, Tomb Raider und Indiana Jones, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und es ist echt ein, es ist ein hübsches Spiel, muss man sagen. Es ist echt hübsch. Ich weiß gar nicht, ob man es im Stream... ist verschlossen. Und wie gut, dass ich jetzt einfach mal das Tutorial einfach mal überlesen habe, denn ich weiß gar nicht, okay, so war Rennen. Das Coole bei dem Spiel ist, wie er sich aber auch immer so in die Seite lehnt. So. R2 gedrückt halten, rennen. Ah, okay, und dann X springen. Ah, okay. Verstecken. Das Schöne an dem Spiel. Kreiswort oder verstecken? Hallo? Hä? Das Schöne ist an dem Spiel, ich weiß ja schon, wo die Assistentin ist. Ich habe es ja schon ein bisschen angetestet am Anfang, so ein bisschen, ob alles läuft und pipapo und so. Und, das Schöne bei dem Spiel ist, man kann der Assistentin auf den Hintern gucken. Das ist so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt sage. Ja, das ist so, ja, keine Ahnung. So. Und es regnet. Ich hoffe, das mit der Streamqualität heute, das ist ein bisschen ärgerlich schon. Und ich weiß auch gar nicht, was uns erwartet. Wir schauen einfach mal. Und ich bin sehr gespannt. Es spielt sich auch sehr angenehm und sehr, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es ist echt hübsch. Es gibt auch ganz, ganz viele Rätsel. Ich habe da schon ein paar Rätsel oder zwei, ich glaube, zwei Stück waren es gewesen. Beim Testen des Spiels. Da, guck mal, da steht Library, damit ich auch den Weg finde. Und Gallery, damit ich auch weiß, wo ich lang gehen muss. Und ich schaue mich natürlich überall um, ob ich... hallo? Damit ich auch nichts versäume. The library might contain the book my dad needs. But where is his assistant? Where is his assistant? Ja, wir müssen die Assistentin finden. Was haben wir hier? It's locked. It's locked. Okay, da ist irgendwas. Da ist irgendwas dran. Das sieht aus irgendwie wie so ein Rätsel. Müssen wir mal schauen. Hallo? So. Okay, können wir nichts tun. Ich gehe nochmal da an die Tür schauen. Ich glaube, ich habe die Empfindlichkeit. Ich entschuldige mich nochmal. Ich muss nochmal kurz in die Option gehen. Ich habe die Empfindlichkeit doch ein bisschen hoch eingestellt. Ich glaube, ich stelle dich mal so. So. Ja, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen besser. Aber die schwenkt die Kamera. Alter, wie die sich mir die Kurve lehnt, ne? So. Wenn er um die Kurve geht, pass mal auf. Guck mal. Ist irgendwie sehr merkwürdig. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. So, guck mal hier. Wenn wir hier haben. Warte. Warte, ich will das mal kurz zeigen. Geht das? Funktioniert das? Korthose ist wieder in. So, Entschuldigung. Excuse me, miss. I'm looking for my father's new assistant. Most likely a scruffy old fellow, a nerdy sort of type. Probably smelling like musty old books. Well, I'm Evelyn Appleby, your father's new assistant. You must be Adam.
Am I the sort of type you're looking for? Yes. I mean, no. I only meant, Oh, I think I know what you meant. Now, would you help me with these paintings? According to Professor Venture, they're the key to unlocking the library door. Ja, hilf Evelyn mit den Gemälden. So, das ist schon quasi das erste Rätsel, was wir jetzt lösen müssen. Hallo, Bastard, ich grüße dich. Willkommen zum Live-Let's Play von Adam's Venture. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben oben die Symbole. Natürlich super, dass ich mit meiner Hackfresse da oben auf dem Symbol bin. Aber ich glaube, wir kriegen das, glaube ich, so hin. Wir haben oben zum Beispiel so eine Musiknote oder so einen Musikschlüssel. Und ich könnte mir vorstellen, dass es er hier ist mit dem Grammophon, dass der dahin ist. Wir müssen die Symbole so anordnen, dass es passt. Der mit dem... Warte mal. Der mit dem Mond könnte zum Beispiel hier hinkommen. So... Guten Abend, Sven, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play. Schön, dass du eingeschaltet hast. So. Ah, bis gerade aus dem Garten zurück. Supi. Der mit der Musik. Warte mal, hä? Wieso ist der mit der Musik darüber gerutscht? Der sollte doch dahin. So, der mit der Schlange. Warte mal. Ah. Lumen. Lumen. Light. The enlightened ones. Mushroom. Antelope. The young ones. How do I win this game? No game, Adam. These paintings represent 5 former faculty deans, known as the Enlightened Ones. The library contains their private collections. Lumen is the Latin word for light, so this must be a clue. You're not just saying that because I won, are you? Aber ich gewonnen habe, oder? Not so fast. How is Lumen supposed to get us into the library? Wait for me. Verschafft der Zugang zur Bibliothek? Okay. Lumen. So, dann schauen wir mal. So. Und damit nochmal an alle herzlich willkommen. Entschuldigung, ich es tut mir leid. So, was wollte... Oh, did you figure it out? Nein, habe ich noch nicht. Entschuldige bitte, ich habe die Tür noch nicht angeguckt. So, was haben wir hier? Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Na, das kann ja lustig werden. Ach, der Ring läuft mit. Okay, ja, warte mal. Ich glaube, Lumen wird sein, ne? Wo ist denn das U? Wo ist denn das? Wo ist denn das M? Ach da, warte mal. So, na. So, Lumen EN müssen wir jetzt machen. Nein! Zu weit, scheiße, fuck. Muss ich nochmal drehen. Den Ring drehen ist natürlich auch geil. Oder dreh den Ring. Dreh den Ring! So. Pass auf. Jetzt muss ich hier natürlich gucken, dass ich das eh dahin kriege. Nein! Ach, fuck, der dreht die 2 weiter. Verdammt, ich hab's. Ah, Mann, Mist. So eine blöde Mistsau. Ich glaub's ja nicht. So. Wo ist denn das E jetzt? Da kommt das E. Das heißt, 2 geht da weiter. Das heißt, das E müsste da stehen. Da müsste es E stehen, ne, oder? Nein, fuck, das muss... Ah, nein, Mist. Ich vergesse, dass es immer 2 weiter dreht anstatt 1. Das ist, ja. Das kann sich nur um Stunden handeln, dass ich das Rätsel hier löse. So, warte mal. Jetzt geht er dann auf... Da müsste eigentlich... Müsste passen eigentlich, oder? Nein, was mache ich denn? Fuck. Müsste doch eigentlich stimmen, oder? Nein! Verdammt. Ich bin so durch, das gibt's gar nicht. Ich bin so durch, dass ich das nicht hinbekomme. Auf Anhieb. Jetzt aber. Nein! Nein! Der innere Kreis dreht sich 2 weiter. Verdammt, ich vergesse das immer wieder. Also muss das eh dann schon quasi vor dem Punkt stehen. Also da und das N müsste dann quasi 2 davor stehen.
Ach ja, und sonst so, wie war so eure Woche? Ist es so angenehm gewesen? Ich hoffe schon. Jetzt aber. Das gibt's doch nicht! Alter! Verdammt. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Ja, und so die nächsten 20 Folgen, das Rätsel. Bei YouTube. Nein, ich fahr schon wieder vorbei ans E. Och Mann, ich sollte nicht so viel quasseln, sondern mehr drauf aufpassen, was ich hier gerade mache. So, E, warte, E. So, das E kann ja dahin. So, und der muss dann... Die Woche war herrlich, ist herrlich, das ist super. Das freut mich sehr. Jetzt aber. Ja! Did you figure it out? Ja, I figure it out. I figure it out. I finger it out. So. Alter Schwede. Locked in the library. We might as well get that book. Which one is it? I thought you knew. Professor Venture just mumbled, "It will be staring right at you," and kept on reading. Yeah, he tends to do that, I'm afraid. We'd best start looking. Lass uns danach suchen. Okay, wir müssen das Buch finden. Das heißt, ich werde mich mal... Alter, wie der sich immer die Kurve legt, ne? Oh, ich muss abbiegen. So. Talks about mining. Ha, Buch über Minen. Na, hallo? Okay, die Bücher sind uninteressant, nur auf einer Seite. Books about engineering. Okay. Ich find das total lustig, wie der sich in die Kurve legt. Books about mining? Books about engineering? Engineer Wissing? Not your average bedtime reading. Aha, und Minenbau? Mhm. Find a book. Entschuldigung, das ist so. Hallo Chilakele, ich grüße dich. Willkommen zum Live Let's Play. So, hab diese Woche besonders gut auf mich aufgepasst, ja. Huch, hallo? Steht mir einfach mal im Weg. Was war denn hier? Was ist das denn? Ja, gut. Ein Schieberiesel. Juhu. Ich freue mich sehr. Warte mal, das könnte der Boden sein, ne? Wie kriege ich denn... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Lass mal gucken. Okay, das mit den... Kriege ich das da oben hingeschoben? So, warte. Das muss dahin. Na, Moment. Ein weiter. So. Und der nach unten, dann hätten wir das schon mal. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den in Mitte bekommen und den nach oben. Fuck, das war falsch. Warte mal. Nee, Moment, der müsste ja... Ich glaube, ich muss das so abändern. Ich muss dazu geben, ich hatte das Rätsel hier hatte ich schon gelöst gehabt. In der Testversion und danach hatte ich eigentlich auch aufgehört. Also nicht in der Testversion, sondern generell, Mist, wie kriege ich das denn? Ach, verdammt. Beim Anspielen hatte ich das gelöst gehabt. Und ich habe mich jetzt schon wieder verplant, so wie das aussieht. Fuck, wie war denn das nochmal? Scheiße. Ist der Vorführeffekt. Ich habe es mir nicht behalten. So, und der müsste jetzt normalerweise nach unten, also das Ding hier. Wie war denn das nochmal? Musste man irgendwie parken. Man musste zwei irgendwie hier parken und den einen musste man irgendwie... Oder mussten die beiden rübergefahren werden? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin da gar nicht mehr so im Bilde gewesen. Ich fahre dann einfach mal hier rüber. Da habe ich den da gebunkert. So, der muss hoch. Aber so müsste es eigentlich gehen. So, den fahre ich jetzt runter. Ja, so geht's eigentlich. So. Pass auf, kriegen wir hin. Ja. Also so schwer ist das Rätsel jetzt nicht gewesen. So. Yeah! So. Vor allem, mal ganz ehrlich, wer hat denn bitte so eine Leiter, wo man erstmal die Leiter zusammenwürfeln muss? Ich, naja, gut. Ich frage es gar nicht. So. Auf geht's. So, und ich nehme wieder, wie gesagt, hier auch im Let's Play durchgehend auf. Also nicht wundern, ich schneide die Videos dann separat. Hey, ich habe das Buch gefunden, es liegt irgendwo oben drauf. You could say it just caught my eye. It caught my eye.
Seriously? That's right. I'm good-looking and funny. What more can you want in a guy? Right now, I just wish to find a way out of here. Zipfelein hier, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play zu Adam's Venture. So, achso, ducken, genau. Hallo? Hallo? Ich ducke. Achso. Das Geile ist, im Duck-Modus geht er irgendwie in so eine Ego-Perspektive, die aber gar nicht so eine Ego-Perspektive ist, sondern so total merkwürdig. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel weitergeht. Putting the vent into venture since 1901. Sorgt seit 1901 für Adventures. Aha. Ich bin sehr gespannt. Ich bin... Huch! So, ab hierhin habe ich dann gespielt und dann war auch Feierabend. Wait. What? How did you get out of there? It's called a door, Adam. You might want to try it sometimes. You just had to pull instead of push. Just warn me the next time you're gonna pull this on me, okay? Da muss ich ihr recht geben. Es gibt eine Tür. Warum hat er nicht einfach die Tür benutzt? Einfach Leiter wieder runter? Nein, er muss oben durchkriechen. Weil auf mysteriöse Art und Weise er das Buch nimmt und eine Klappe irgendwie ihn durch einen Schacht führt. Natürlich. So. Huch. You know what? You actually smell a lot better than my dad's previous assistant. That's kind of, well, sweet, actually. Let's keep going. Du riechst besser als wie die letzte Assistentin? Was ist mit ihm denn nicht in Ordnung? Okay, ich will's gar nicht wissen. Ich. Hey, Daddy! Professor Venture? Here's that book you've asked for. History of the Enlightened Ones, right? Ah, most excellent. Yes, that's right. And I see you've met my son as well. Guck mal, den seine Haare. Guck mal. Splendid. So, die verschwinden im Kopf. Why did you need the book, Dad? These so-called enlightened ones found something. Something important. This book will reveal their secret. I'm telling you, son, this is it. Entschuldigung. Ist das Synchron-Buch lesen? Ist das so eine neue Sportart? Ich weiß nicht. Das ist so. Ich meine, manchmal kann man sich ein bisschen lustig machen, das ist ja so. Hey! Haha, ha, mein Buch! Put it down. Bitte was? Ne? Ah, good. Now, let us read. Slowly, put the book down. No one needs to be hurt. Give it back, Adam. I don't think he's kidding. Verwende das Buch. Was, was soll ich denn... Oh, hübsch ist es draußen. Ich würde gerne raus. Was soll ich... Verwende das Buch. Wie die mich angucken, ne? Voll ernst, so. Gott, wie er das Buch aber auch hält, ne? Ich habe ein Buch. Guck mal, ich hab ein Buch. Soll man das denn hier den Bären geben oder was? Oder? Was soll ich denn jetzt machen? Okay, durch die Tür komme ich nicht mehr. Es muss also definitiv in diesem Raum sein. Vielleicht einfach hier hinsetzen und lesen. Na, meine kleinen Kinder, ich lese euch jetzt etwas vor von einer kleinen Geschichte. Und es ist so. Ach da! Ach, guck mal. Wow! Was? Wo ist dein Netz hingefallen? Mysteriöser Ladebildschirm. Mysteriöser langer Ladebildschirm. Oxford Verlies. Hallo? Hallo? Wow. Ah, okay. Where am I? Ah. Schreib mich doch nicht so. Man, that hurts. Dad? Dag Blanton, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und willkommen zum Live Let's Play. Guess not. Live-Let's-Play für YouTube. Ich begrüße dich.
Finde einen Weg nach unten. Ich bin nur schon unten. Ich bin doch gerade runtergefallen. Was will er denn? Ich verstehe es nicht. Was haben wir hier? Hier leuchtet irgendwas. Was ist denn? Just what I was looking for. Enterhaken. Du hast den Enterhaken gefunden. Nutze diesen Gegenstand zum Werfen und Schwingen. Wirf mit Viereck und schwing mit L. Ich schwinge auch gleich mal was. Versteck dich mit Kreis. Hä? Aha, und mit. Wie soll ich jetzt schwingen? Hey, da stand doch mit L schwingen. Hä? Mit dem linken Stick tue ich doch. Ja, jetzt du, natürlich. Geh erstmal kacken. Entschuldigung. Ich okay, das kann lustig werden. Ich sehe es jetzt schon. Das wird lustig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich, Huch, die Kameraführung ist sehr gut. Ach, guck mal da. Hui! Ach so, schwingen. Ach so. Juppie. Ah, wie cool. Kann ich da? Kann ich? Ah, ist eine Leiter. Ich probiere mal hier, ob hier irgendwas geht. Ne, komm mal nicht durch, okay. So, schwing dein Ding! So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ja, ich glaube auch, ich würde den Ausgang suchen und nicht irgendwas Mysteriöses, weil wenn ich doch irgendwie in so einem Kamin ein Buch einhänge und dann durch den Keller falle, würde ich mich doch erstmal das erste fragen, wo bin ich und wie bin ich hierher gekommen? Und vor allem, was soll ich hier unten und warum hat Vater so einen riesen Keller? Was knistert? Ach, das Feuer. Alter. Boah, ich habe schon Paras. Was? Zum Zielen wiederholt drücken. Ach so. Das war eine Brücke, das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist noch alles so ein bisschen Tutorial. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen, damit wir so ein bisschen die Grundlagen kennenlernen. Kann ich hier runterspringen? Ja, kann ich. Ich glaube, noch so ein bisschen, klein wenig, um halt herauszufinden, wie alles funktioniert und alles geht. Warte mal, muss ich jetzt... Nee, da komme ich ja nicht lang, ne? Nee. Okay. So. Geht das heute so? Ich frage mal so in den Chat, na, für dich auf YouTube, also nicht wundern. Ich frage mal so in den Chat, weil wir ja im Live-Let's Play sind. Ich frage mal so in den Chat, geht das so mit der Streaming-Qualität? Oder ist heute echt so miserabel? Oder kann man das einigermaßen gucken? Weil, weißt du, hier streamt wieder so ein Beppo. Und Twitch sagt dann, ne, Ding war keine Bandbreite. Der Beppo, ne, der kriegt nix. It seems the enlightened ones were also free-time masons. Quite a thing they've built down here. Mhm, die haben ordentlich was gebaut. Ja, es mag sein. Warte mal, von oben kommen wir, ne? Kann ich denn? Ah, ich kann, so kann ich rennen, ne? La, 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 la. Da bin ich jetzt mal gespannt. Finde einen Weg nach unten ist unser Ziel. Wir sind ja schon quasi auf dem Weg nach unten. Anders können wir ja auch nirgendwo hin. Ich, hier, Enterhaken. Hui! Huch, wo bin ich? Hallo? Okay. Ja, geht, kann man schauen. Bei mir kann man das einigermaßen gucken. Ja, geht, kann man schauen. Auf PlayZ pixelig, Twitch-App und Browser auch. Okay. Also Minecraft sieht besser aus. Echt so schlimm heute. Ist echt so mies. Das ist verdammt ärgerlich. Verdammt, ich verstehe das einfach nicht. Das ist so... Huch, wo sind wir denn hier? Erkunde das Gebiet. Aha. Versteh's nicht, dass es so arg pixelig ist. Okay, da geht's nach oben. Ich soll's ja erkunden. Ich erkunde es mal. Mhm. Sag mal ganz ehrlich, was hat der Vater denn hier so für einen riesen Keller? Und vor allem, was sind das? I should look around a bit more. Ich muss mich noch besser umsehen. Aha, hier sind Statuen. Aha. It's locked. Ja, konnte ich mir schon denken, dass wir da nicht reinkommen. Was haben wir hier? Es ist der Vault von Fallout. Sieht so ein bisschen danach aus. Okay. Naja. Sieht bei allen anderen auch so aus auf der PS4 mit derselben Anzahl an Viewer. Okay. Man kann es auf jeden Fall gucken. Mach einfach weiter, vielleicht lädt es ja noch. Ja, ich hoffe natürlich. 5,2 habe ich an Upload irgendwie auf der PlayStation jetzt. Schauen wir mal, was haben wir hier Schönes? Die Tür war schon offen, er drückt trotzdem noch offen. Was steht da? Dominus Illuminatio, mia!
Es kommen gleich die Illuminaten. Bevor ich jetzt den Hebel ziehe, schaue ich mich erstmal um. Aber ich kenne mich ja hier nicht aus. Was haben wir denn hier? Um Gottes Willen. Ah je. Warum spiele ich dieses Spiel? Ich weiß es nicht. Ich werde dieses Rätsel niemals lösen. Oh, um Gottes Willen. Ich, Hilfe. Okay, ich ziehe mal den... Wo kommt denn mal das Licht her? Aha. Ah, ist schon toll gemacht, muss man sagen. Also, macht schon Spaß. So, mal gucken. Wie können wir denn hier den Hebel... Können wir den einfach ziehen? Was passiert dann? Erstmal gucken. Hebel ziehen. Mal schauen. This is incredible. Beyond imagining. Unbelievable. My dad was... Right? Oh, and this room's pretty amazing as well. Der hat einen SM-Keller. Ja, ich glaube auch. Und was ist das hier? Und eine riesen Weltkarte, wo er dann immer in seinen Swingerclub fährt, oder was? Was kann ich denn hier machen? Hallo? Okay, jetzt kann ich hier... Ah doch. Something's missing. Findet die fehlenden Stücke. Okay, irgendwas fehlt hier. Ah, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich... Lalalalalala. Von der das Geile ist, das ist jetzt so eine Glaskuppel. Guck mal, wie er drüber läuft. Ne? Man sieht das ja, er läuft ja wie so ein Bogen drüber. Die ganze Zeit war es flach gewesen. Ich weiß nicht, ist es rausgefahren? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hallo? So, jetzt aber. So. Okay, wir haben gerade gesehen, die Tür ist offen gegangen. Bei dem... Ich weiß auch gar nicht, ob uns hier irgendwie Kämpfe erwarten oder so. Oder ob das einfach reines Erkunden ist und halt Rätsel lösen. Weiß ich gar nicht. Ich lasse mich da echt überraschen. Papis SM-Keller. Ja. Also ein riesen SM-Keller. Ich will gar nicht wissen, was hier... Da oben sehe ich schon wieder einen Enterhaken. Was war denn hier? Was ist das denn? Hallo? Ha! These trinkets seem quite useful. Der Schmuck sieht ziemlich nützlich aus. Was? Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich ein Inventar oder? Ach, 1 von 4, super. Ich sehe das gerade gar nicht. Ich kann es auch mit Digipad spielen, fällt mir gerade auf. Auch schön. Ich sehe das gar nicht. Irgendwie hier oben, man sieht es hier so an meinem Bildschirmrand. Hier ist so eine Münze jetzt irgendwie eingeblendet. Und hier unten steht 1 von 4. Ja, ich vermute mal, dass wir da wahrscheinlich noch 3 weitere sammeln müssen, logischerweise. Deswegen wird ja da auch, sonst wird ja auch da stehen 1 von 3 oder 1 von 2, aber naja, ich bin halt nicht mal der Schnellste. So, schauen wir mal. Kann ich, muss glaube ich den Enterhaken benutzen. Whee! Aha, ist ja interessant. Whee! So. Geht's nach unten hin? Okay. Whee! Alter. Warte. Nochmal. Whee! Okay, das ist jetzt eine simple Passage. Whee! Souverän gemeistert, würde ich sagen. So. So. Schauen wir mal. Na, ist schon hübsch hier, muss man sagen. Bin ich mal gespannt, was wir hier alles... Alter, guck mal, die ganzen Käfige hier. Wer weiß, was Papi hier unten treibt. Komm, ich zeige dir mal einen richtigen Hasen. Entschuldigung, manchmal geht's mit mir durch. So, was haben wir hier? Guck mal, schon wieder ein Taler. Weißt du, das Geile ist, der Taler ist ungefähr so groß, ja? Und er nimmt das so auf, als ob das so... Ja, wie so eine Centmünze ist, so. Hab ich. Was ist so groß ungefähr wie das Schild da, was da liegt. Aber er nimmt das so auf, so. Ja, hab ich. Das ist so geil. So, wo müssen wir denn... Ah, hier, guck mal, nochmal schwingen. Schwing dein Ding! Oh. So. Hui! Der Schau... Was war denn das bitte für eine geile Todanimation, wie er da über den Boden geschwebt ist? Ich bin Jesus! Jesus ist wieder in der Haus. Alter, ist ja voll aus dem Bild gefahren. Hat man das gesehen? Das ist... Alter. Was, Gekko war da vorhin? Der Gekko wollte auch gleich reinschauen. Ja, aber er kann es nicht streamen. Also, wenn es um Uncharted geht, er konnte es irgendwie nicht streamen. Ging wohl nicht, war gesperrt. Und,
Overwatch wollte er auch streamen, ja. Er hatte mich auch schon angeschrieben gehabt, ob wir das mal zusammen streamen wollen oder Lust hätten. Da fährt er wieder aus dem Bild. Ich bin Jesus. Okay, da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn es einfach rüberschwingen gewesen wäre. Schwingen dein Ding. Ja, gerade gezockt. Okay. Also Overwatch werde ich mir auch holen. Also mir gefällt's, macht eine Menge Spaß. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir zum Release holen werde, aber ich werde es mir definitiv holen. Also es macht echt Laune. Wie komme ich denn... Warte mal, also da kommen wir schon mal rüber. So, warte. Hallo. Whee. So, wie kommen wir denn jetzt... Kann ich denn irgendwie anders schwingen? Kann ich denn irgendwie, wenn ich hier stehe, ist das dann besser? Ist das so... Warte mal. Whee. Alter. So, hier ist noch eine Münze. Guck mal, wie groß die Münze ist. Jetzt pass mal auf, wie das aufnimmt. Another priceless piece for my ever-growing collection. So, 3 von 4 haben wir. Zweimal schon gestorben, ist supi. Finde ich klasse. So. Ja, spring doch noch weiter, du Held. Es ist... Jetzt lass es doch mal. Warte. Na, so. Juppie! Ah, da unten geht's auch noch weiter. Gehen wir erstmal da gucken. Erstmal schauen. Was? Kann man nun wirklich mit Tastatur und Maus auf PS4 zocken? Natürlich, wenn du Adapter hast, geht das. Na klar kann man das machen. Aber das ging ja schon immer. Ich versteh's gerade nicht. Entschuldigt bitte. Also, hochziehen? Wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir wieder zurück, aber ich wollte nochmal da gucken gehen, bevor ich jetzt hier weitergehe. Warte mal eben. So. Die ist nur so groß, damit du sie auch siehst. Ja, ich glaube auch. Ich bin doch sonst so blind, wie so ein Blindfisch. Guck mal da, die hätte ich jetzt schon liegen lassen. Siehst du? Guck mal an. Aber die Abkürzung... Ah, guck mal. Wenn es so weitergeht, spiele ich bald Dame. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du Dame spielst. Er spielt Dame mit Münzen. So, warte mal. Hallo? Hallo. Es macht echt Spaß. Ohne Scheiß, das ist echt cool. So, warte, wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Wo waren das denn? War das jetzt oben gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. War das oben jetzt, wo wir hin müssen? Ich habe das schon wieder voll vergessen. Und wie heißt dieser Adapter? Ah, muss er einfach mal googeln. PS4 Maustastaturadapter. Ich habe sogar noch einen hier rumfliegen. Nee, warte mal. Hä? Nee, warte. Ach, das war unten, ne? Ich bin so durch. So. La 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 la. Sollen wir die Münzen jetzt hier einsetzen? Kann das sein? Finde die fehlenden Stücke. Habe ich doch. Die Erde. Unendliche Weiten. Wir empfangen Signale von einer Frequenz, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. Hitmix. So. Entschuldigung. So. Ah ja, alle Münzen eingesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. This. I've got to tell my dad. Lutz Saint Sauveur. Wir fahren jetzt nach Sauveur. Nein, unten rechts, alles klar. Route de Lutz, 1925. The weather's nice. Look at those trees. They're nice. Too. Yeah, everything's nice.
So, you're absolutely sure we're on the road to Luz this time? Of course I am. I can read a map like a book. My point exactly. You're not quite like your dad, are you? Which is why he sends me to do his field work. Now, let's go see what this holdup's all about. Excuse me, sir. We'd like to go to Luz and... But a problem. A mechanician will be here to fix my car in 3 hours or so. 3 hours? But what about your mail? Just a package for that crazy professor who's studying uptown. But a problem. Would you be willing to take us there once my car's fixed? For the problem. Yes, I have a problem. I have a problem. You fixed my car and we sprich ja nicht gut Deutsch. Alter, die Stimme ist so geil. Entschuldigung, es ist so. Oh, guck mal, eine Kuh. Ah. Kann ich hier mal meinen Enterhaken bewerfen? Warte mal. Warte mal. Komm hier, Kuh. Ach, geht nicht, schade. So, warte mal, schauen mal. Das ist so. Okay. Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht und was wir jetzt hier alles machen. Also, Quali hat sich nicht verbessert. Ja, ich merke schon, es ist irgendwie sehr merkwürdig. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um hier mal ein kleines Päuschen zu machen, auch für YouTube mal eben. Machen wir hier ein kleines Päuschen, dann spielen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dann, ciao!